Ganz stolz blickt der Herzog Peer hier auf die Festungsmauern in Lille. Ja, diese Festungsmauern, mittlerweile haben sie ja Stufe 5 erreicht, haben die Wikinger ja um anderthalb Jahre potenziell aufhalten können. Also die hätten da anderthalb Jahre anklopfen können. Genug Zeit für unsere Verbündeten, um uns zu unterstützen bei jedwedem Einfall. Und so hat sich letztendlich sein langfristiger Verteidigungsplan gegen die Heiden ja realisieren lassen. Und das natürlich zum großen Teil aufgrund der Mittel des Papstes. Gut. Hier haben wir es auch nochmal. Moment, ich wollte es nochmal zeigen. Hier oben in Lille, darum geht's. Genau, hier haben wir diese Festung mit Festungsstufe 5. Und was wir natürlich jetzt auch noch erreicht haben, ist, dass wir eine ganz wichtige Kulturerrungenschaft gemacht haben. Nämlich, die wird es uns ermöglichen, hier eine große Stadt draus bauen zu können in der Zukunft. Also das war hier diese Gutsherrenschaft. Und ja, jetzt würde uns halt nur noch die Mittel fehlen. So, aber ich meine, davon sind wir jetzt doch schon weit entfernt. Also da müssten wir jetzt ziemlich lange ansparen und naja. Unser Herzog ist ja leider mittlerweile unbedacht und auch großzügig. Das war er ja schon immer. Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das noch zu seinen Lebzeiten schaffen wird. Ich meine, er ist ja jetzt auch 67, ist bei schlechter Gesundheit. Er hat aber einen hervorragenden Arzt mittlerweile. Also vielleicht hält er auch noch eine Weile durch. Wer weiß. So, wir haben hier noch einen Krieg unten, der fast verloren ist. Das ist immer noch dieser kalabrische Anspruch hier auf irgendeine Grafschaft hier unten. Ja, da sieht man es. Und unser König ist da halt mit involviert, ist aber nur ein Verbündeter in diesem Krieg. Da werden wir uns auf keinen Fall irgendwie mit einmischen. Auch wenn hier diesbezüglich Gemetzel eigentlich stattfinden. Ich meine, einen kleinen Unterschied würde es machen, würde jetzt unser König uns bitten, direkt da mitzumachen. Das wäre natürlich dann schwer Nein zu sagen, da es ja auch unser Freund ist. Aber ich denke nicht, dass er das machen wird. So, hier die Kernburg wurde in Rethel auch noch gebaut. Und jetzt ist eigentlich so gut wie alles hier befestigt. Aber da kommen schon wieder Plünderer. Die werden sich doch aber hüten, hier einzufallen in unsere befestigten Gebiete. Wir schauen hier nochmal kurz rein. Können wir hier noch irgendwas groß machen? Nee, nichts, wo wir aktiv werden wollen würden. So rum. Okay, ja, und der Krieg scheint ja jetzt auch verloren gegangen zu sein für unseren König. Aber ich denke, der wird keine großen Auswirkungen haben. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, werden wir hier noch weiter versuchen, unsere Beziehung hier zum Papst zu verbessern. Wir haben dem jetzt schon lange und oft geschrieben. Wir haben jetzt auch eigentlich so alles Mögliche befestigt, was wir befestigen wollten. Und natürlich könnte man jetzt sagen, wir machen das einfach weiter und wir fordern immer weiter Gold an. Aber ganz ehrlich, wir haben das ja mit einem gewissen Ziel getan, hier ein Bollwerk gegen die Heiden zu errichten. Und das Ziel ist jetzt erfüllt und ich möchte da jetzt nicht weiter Bittsteller sein. Und dann werden wir unsere Kommunikation mit ihm auch einstellen. Alles, was wir sonst finanzieren, das soll doch aus unserem Säckchen hier kommen. Und ich glaube, wir können die Geschwindigkeit auch mal etwas hochstellen, denn jetzt ist ja eigentlich aktuell nicht mehr allzu viel zu tun. Gut, wir warten natürlich wie immer auf eine Möglichkeit für ein neues Fest oder eine Jagd. Und die würde uns jetzt auch ja willkommen sein, weil wir sind doch etwas angespannt zur Zeit. Wir haben aber mittlerweile den Vorteil, dass wir ja viele Freunde haben und wir haben ja kürzlich diesen Perk ausgewählt, dass wir weniger Anspannung halten, also je mehr Freunde wir haben. So, und noch ein freudiger Anlass.
Constance Tochter von meinem Freund König Bertrand hat ein Kind zur Welt gebracht. Ja, also unsere Schwiegertochter hier. Und da es Teil der de Châtillon-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet sein. Wie nennen wir sie denn? Melisande, oder die nennen sie ja so. Und wir segnen das so ab. Ja, wunderbar. Jetzt haben sie doch schon einige Kinder hier, muss man sagen. 4 Stück. 36. Ja, okay, ich meine, da kann man... Da konnte man zu dieser Zeit auch 4 Kinder haben. Das war sicherlich nicht unüblich. Und unser Cousin wurde hier gefangen genommen. Wo und wie denn das? Prinz Auger ist das gewesen. Ah, und Prinz Auger von Aquitanien. Und wurde gefangen genommen von dieser Herzogin Tiburg von Armagnac. Und jetzt gucken wir nochmal. Oh, die gewinnt auch hier diesen Krieg. Der armagnakische Anspruch auf die Grafschaft von Albret hier unten. Naja gut, wird auch unterstützt von einem Herzog. Wo ist hier der König? Was macht der? Okay, der lässt diese internen Streitigkeiten einfach geschehen. Ja, auch da kümmert uns jetzt nicht viel weiter. Oh, der wurde ja auch schon wieder freigelassen. Ich glaube, die haben jetzt einfach halt ihre Forderungen durchgesetzt und dann ist er auch gleich wieder frei. Gut, jetzt meldet sich hier jemand. Und zwar an den wohlmeinenden Peer. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, dem Bürgermeister Ebon, und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern mein Freund nennen würde. Ja, dieser Gargamel, der Pfehler. Das war aber nicht der, der irgendwie beleidigt war, wenn wir mal beschenkt haben, oder? Haben wir mit ihm nicht sogar Briefe ausgetauscht oder so? Naja, jedenfalls sehr schön, dass wir hier eine bessere Beziehung zu ihm haben. Das schadet natürlich nicht. Und jetzt hier noch, wir haben die königliche Gunst mal wieder. Ja, immer wieder lese ich es vor. Eigentlich kann ich das mal getrost ignorieren, weil das passiert ja wirklich ständig. So, und unser Reich würde Land verlieren, wenn ein Vasall stirbt. Warum denn das? Was ist denn hier los? Gräfin Bonn. Aha. Das fände ich aber nicht so gut, wenn wir das hier verlieren würden. Das Bistum von Montagu, also diese Grafschaft Brie-Francaise. Warum ist das denn so? Jetzt muss ich nochmal ganz genau schauen. Also euer Vasall, Gräfin Bonn, wird von Brie-Francaise erhält. Hält Titel, die von Herrschern geerbt werden, die nicht eure Vasallen sind. Die verlässlichste Art und Weise, um das zu vermeiden, ist die Erhöhung der Lehnsautorität auf hohe. Das können wir aber nicht. Es könnte auch daran liegen, dass der Vasall keine legitimen Kinder hat, wenn er verheiratet und fruchtbar ist. Löst sich das Problem von selbst. Hm. Ah, und hier ist der Hauptherr, dieser Graf Giraud von Rennes. Das heißt, sie sollte hier mal schleunigst irgendwie eigentlich Kinder bekommen oder so. Wir können der jetzt aber natürlich hier auch nicht einfach, was soll ich sagen? Wir können der das jetzt doch auch nicht einfach so entziehen, oder? Und uns geben, Titel aberkennen, geht doch gar nicht. Gräfin Bonn einen Titel aberkennen. Nee, das geht nicht. Haben wir jetzt irgendeine Möglichkeit, das hier zu machen? Können wir wem anders hier diesen Titel verleihen vielleicht? Vielleicht unserem Sohn? Das geht aber auch nicht, ne? Ich gucke einfach mal, wie das funktionieren würde. Also hier, Jocelyn. Und ich würde dir gerne... Moment, wo haben wir es denn? Einen Titel geben. Und... Da können wir hier jetzt nur auswählen, was wir wirklich selber haben. Und Brie Francais geht halt nicht. Ich möchte nur nichts verpasst haben, dass ich hier das irgendwie, ja, nicht richtig gemacht hätte. Naja gut, dann ist dem halt so. Da können wir jetzt nicht viel machen, glaube ich. Falls ich da irgendwas übersehen habe, bitte einfach mal kommentieren. Aber es kann ja auch sein, dass er da einfach eine Wissenslücke hat oder es ihm nichts ausmacht und er kümmert sich da nicht weiter drum. So wie ich das sehe, müsste die halt irgendwie noch ein Kind kriegen, ja? Dann wäre das möglich. Na gut. Aber die hat ja nicht mal einen Mann. Das ist das Problem. Gut, ein bemerkenswerter Gast ist hier eingetroffen. Jetzt schauen wir mal, was das hier für einer ist. Onkel de Saint-Tour hat Erfahrung im Kampf. 35, meine Güte. Aber er ist auch ein Bluter. Okay. Könnte man den anwerben? Irgendwie für den eigenen Hof, weil der so bemerkenswert ist.
Jetzt hier an den Hof rekrutieren, 195. Nee, das machen wir nicht. Wir haben ja eigentlich auch, jetzt gucken wir hier mal kurz rein. Wir haben ja eigentlich hier auch einige Kämpfer parat mittlerweile, ne? Ja, die sind zwar hier unten jetzt nicht so famos, aber da geben wir jetzt unser ganzes Vermögen dafür aus. Dafür, dass wir uns eigentlich auch relativ sicher fühlen. Ja, wir haben ja auch ein großes Heer. Da sind wir jetzt nicht drauf angewiesen. Okay. Ja, ich gucke trotzdem nochmal hier rein. Die Vasallenbande, die hatten wir ja schon auf 2. Auf 3 können wir sie ja nicht machen. Königliches Vorrecht bräuchte man da. Und da müsste man sowieso noch 4 Jahre warten, weil wir halt hier die Lehnsautorität schon mal geändert hatten. Und deswegen habe ich das auch recht früh gemacht, auch wenn sich dann so ein Vasall beschwert hat. Einfach, damit man auch die Option hat, das dann da hochzustellen. Okay, alles klar. Ich meine, wir könnten natürlich versuchen, hier irgendwie die noch zu verheiraten, oder? Mit irgendeinem Vasallen von uns, wäre das möglich? Können wir hier eine Heirat arrangieren? Und dann einfach mit einem Enkel von uns oder so? Wäre das eine Möglichkeit? Graf Jaspert hier von Montargis, wo kommt der her? Der ist aber hier unten, das bringt ja auch nichts. Die sind ja auch nur hier von unserem Hof und so weiter und der würde dann ja auch nicht erben, ne? Das ist aber echt ärgerlich hier, wenn sowas passiert. Und hier frage ich mich auch, warum die Kinder das hier wieder nicht erben, sondern wieder er hier. Naja, gut. Ich meine, das kann ja dann für Konflikte in der Zukunft sorgen, ja. Wer weiß, ob da nicht irgendwelche unsere Kinder, da nicht unser Sohn nicht einen Anspruch drauf hat. Hat unser Sohn eigentlich einen Anspruch darauf? Das würde mich ja interessieren. Wenn ich jetzt mal hier schaue. Valois, Rethel, Lille, Amiens, Beaumont und Île-de-France. Nee, mehr nicht. Und ich glaube, dann verlieren wir hier ja sogar Valois und so weiter, oder? Kann das sein? Nee, das ist ja im Herzogtum. Hä? Aber das gehört doch mit zum Herzogtum. Dann hat er doch hier auch einen Anspruch darauf. Naja, ich bin mal gespannt. Es gibt ein Festmahl. Das werden wir natürlich nicht so an uns vorbeiziehen lassen. Auf jeden Fall. Alle Gäste sind versammelt. Die Stimmung ist prächtig. Willkommen, meine Freunde. Alle sind da. Und der hohe Tisch bricht. Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich. Und ein Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierung nach. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende mein Vasall Bürgermeister Barthelemy neben mir. Gräfin Bonn reagierte darauf allerdings pikiert und erzählte allen, was für eine obszöne Ungerechtigkeit es doch sei, unter Edelleuten sitzen zu müssen, die kaum besser seien als Gemeine. Im Gegensatz dazu, König Bertrand erwies seinen niedergestellten Anmut und Güte. Ja, so ist er. Das hat er schon mal gemacht. Barthelemy und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachten. Und der wird auch unser Freund. Ja, jetzt haben wir doch, glaube ich, 5 Freunde hier mittlerweile. Oh, wir haben auch noch zusätzliche Steuern hier erhalten. Das ist natürlich immer sehr gut. Und als meine Gäste aufbrechen, hier sehen wir das nochmal, 5 Freunde. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Bürgermeister Barthelemy nicht geht, ohne mir Lebwohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Okay, ist hier eigentlich einer von Solo, von unseren Freunden? Die sind alle doch verheiratet, oder? Wenn ich jetzt hier mal reinschaue, der war verheiratet. Oh, der ist nicht verheiratet, ist aber ein Bürgermeister. Was ist denn Bürgermeister Evrard, wenn wir den verheiraten mit Gräfin Bonn, die sich ja hier auch beschwert hat? Moment, das probiere ich doch vielleicht mal aus hier. So, Heirat arrangieren. Und jetzt der Bürgermeister Gevrard, ne? Wo ist denn der? Relevanz ist hier. Der ist ja jetzt gar nicht da, oder? Kann ich das gar nicht machen? Oder muss ich es irgendwie andersrum machen, dass ich vielleicht hier schaue? Moment. Wo ist er nochmal? Beziehungen. Hier der Bürgermeister. Und hier Heirat arrangieren. Und hier Gräfin Bonn. Kommt die hier irgendwo vor? Nee, ne? Leider nein.
Naja gut, ich dachte, es wäre ja eine Idee gewesen. Okay, also eine hervorragende Person und wir haben noch einen Freund mehr gewonnen. Das ist doch schön. So, und unsere Anspannung hat hier auch komplett nachgelassen. Das ist natürlich auch zuträglich für unsere Gesundheit, wollte ich sagen. Und wir sind gestorben. Im Alter von 69 Jahren hat er ein stolzes Alter erreicht, würde ich mal sagen. Älter als seine Vorfahren. Und Herzog Pierre von Valois ruht nun nach 69 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Er starb an Altersschwäche. Aber ein bezaubernder Mensch und berühmt für seine ausgefeilten Festmale und grandiosen Bälle. Ja, das muss man wirklich sagen. Eine legendäre Frohnatur. Herzog Jocelyn besteigt den Thron. Jocelyn ist eine sanfte und mitfühlende Seele. Und die Vasallen werden unter seiner Herrschaft sicher gedeihen. Ja, man muss wirklich sagen, dass Herzog Pierre hier einer der erfolgreichsten Herrscher war. Am Anfang war das ja alles immer noch so ein bisschen schwierig, vor allem weil er ja feige war. Aber was er auch für die Infrastruktur des gesamten Herzogtums getan hat und für die Innen- und ja doch dann auch Außenbeziehungen, das war wirklich schon beeindruckend. 46 Jahre hat er hier geherrscht. Und jetzt schauen wir hier einfach mal weiter, die Titel, die er hatte, wobei wir da vorhin ja schon mal drauf geschaut haben. Der Sohn ist jetzt mittlerweile, jetzt haben wir wieder einen Jocelyn, 37 Jahre alt und hier sieht man auch nochmal die Abstammung. Wir gehen nochmal ganz kurz durch hier, Graf Béranger, Graf Jocelyn, Herzog Nicolas, Herzog Pierre und Herzog Jocelyn. So, wir werden natürlich fortsetzen. Und wie immer gilt es jetzt viel zu tun. Ja, man sieht also, wir haben hier auch noch diese Grafschaft. Aber da kommt es ja dann hauptsächlich drauf an. Ich glaube, steht das hier auch da im Erbfall dann hier, ne? Dass das dann nicht passen könnte. Naja, okay. Wo beginnen wir jetzt als erstes? Also ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal seine Charaktereigenschaften an. Er ist gerecht. Er ist auch mitfühlend. Aber, und das finde ich interessant, er ist auch ehrgeizig. Das heißt, grundsätzlich würde ich sagen, würde er jetzt, und ich meine, darauf läuft es ja hinaus, möchte er den Königstitel zum Beispiel haben, ja. Ich meine, darauf warten wir ja alle so ein bisschen. Aber wenn der König ungerecht ist, dann würde er das anstreben, denke ich. Wenn der König aber gerecht ist, dann wird er dieses Machtgefüge nicht irgendwie verändern wollen, weil das halt grundsätzlich ja eigentlich eine gerechte Aufteilung ist oder einfach es rechtens ist. So. Ja, seine Frau sieht hier mittlerweile eigentlich fast so aus wie seine Mutter, ne? Wie Oth. Die hat dasselbe Gewand an. Und sein König ist hier immer noch der König Bertrand von Westfranken. Da hat sich also nichts dran geändert. Der ist auch 58. Der könnte es auch noch ein paar Jahre machen, muss man sagen. Der hatte ja mal einen Schwerpunkt Medizin, glaube ich. Von daher, wir können ja mal kurz mal drauf schauen, wie das gesundheitlich bei dem aussieht. Ja, ist in Ordnung. Und man sieht hier die ganzen Boni, die er hat. Okay, und jetzt zu den Fähigkeiten. Also man muss sagen, dass er wirklich hier durch die Bank weg bewandert ist, außer im Bereich Ränkespiel. Und ja, das ist vielleicht auch nicht so sein Ding. Ja, er möchte sich ja auch an geltendes Recht halten. Ein begabter Kämpfer jetzt persönlich ist er nicht. Aber seine beste Eigenschaft ist hier schon die Kriegsführung. Aber ansonsten ist das doch hier recht ausgeglichen, muss ich schon sagen. Dadurch, dass er jetzt aber kein überragender Verwalter ist, haben wir jetzt hier das Problem mit 7 von 5 Domänen. Und das sollten wir nach Möglichkeit eigentlich als allererstes lösen. Und zwar ist da natürlich auch immer entscheidend, kann seine Frau ihn vielleicht unterstützen im verwalterischen Bereich. Und wir sehen, es sieht doch eher mau aus. Ja, die ist feige, nachsichtig und auch demütig, ein Gelehrtenhöfling. Wobei, man kann sie ja vielleicht nicht als kluges Köpfchen bezeichnen, aber sie ist auf jeden Fall recht umgänglich, sieht man hier am Diplomatiewert, aber ansonsten jedoch ja, recht unterdurchschnittlich, muss man sagen. Okay, alles klar, das heißt, dahingehend können wir eigentlich nichts machen, wir können mal schauen, ob es eventuell um 1 helfen würde, wenn wir hier das mal hochsetzen würden. Plus 2 Verwaltung gäbe es hier dazu. Nee,
nützt überhaupt gar nichts. Von daher können wir das einfach mal auf Hascherhilfen generell belassen, würde ich sagen. Und ja, dann gilt es hier, denke ich mal, eine Richtung zu wählen für ihn als allererstes im Lebenswandel. Und da hat er hier die Kriegsführung genommen, aber grundsätzlich haben wir hier eigentlich die Auswahl zwischen allen dreien, würde ich sagen. Wir machen jetzt aber mal hier weiter und er ist tatsächlich hier der Stratege. Und ich denke, das könnten wir auch weitermachen. Jetzt muss ich doch mal genau schauen. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Autorität finde ich aber eigentlich auch nicht schlecht. Einfach um, ja, erstmal als neuer Herrscher alles unter eine Haube zu bringen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz gut. Und Ritterlichkeit, für den Sieg braucht man weder Blut noch Gold, sondern Ehre. Passt natürlich so ein bisschen zu diesem mitfühlend Gerechtem. Aber ich würde sagen, solange wir hier auch auf diesem strategischen Pfad sind, was er sich ja selber so ein bisschen rausgesucht hat, dann nehmen wir auch einfach mehr hier Strategie. Er hat vielleicht so, ja, gut aufgepasst in diesen Kämpfen gegen die Nordmänner und so weiter und so fort und sinniert da so ein bisschen drüber, wie und was man da optimieren könnte. Gut, dann wählen wir das einfach mal aus, machen dann auch einfach hier weiter und dann müssen wir sehen, ob wir hier überhaupt bleiben, ob wir hier den Aufseher eventuell machen oder ob wir hier abweichen auf Verwaltung und Diplomatie. Und aktuell tendiere ich so ein bisschen, dass wir entweder auf Verwaltung gehen und Diplomatie auch noch. Ich meine, insgesamt wäre es natürlich fast klug gewesen, wenn wir hier Verwaltung auswählen, einfach damit wir ein bisschen unseren Verwaltungswert hochpushen können, damit wir das hier übernehmen können, aber ich finde, das passt jetzt rollenspieltechnisch nicht so wirklich. Also er hat diesen Weg jetzt da ausgewählt als Stratege und da wird er auch jetzt erstmal weitermachen. Okay, also das hier das Problem, dessen sind wir uns bewusst, das müssen wir auf jeden Fall auch noch klären. Und jetzt geht es hier aber an die freien Ratsposten. Also wir haben ja natürlich immer noch unseren Bischof Raimond, der ist natürlich sehr kompetent, wunderbar. Der Ratsverwalter Geoffroy, auch hier würde ich mal drauf schauen. Hier haben wir natürlich einen mächtigen Vasallen, der das auch recht gut machen könnte. Wir haben ja auch ein schlechtes Verhältnis zu ihm, muss man sagen. Mitfühlend gegen gefühllos und so weiter und so fort. Und da würde ich doch auch fast sagen, Moment, wir gucken hier nochmal rein. Den hat unser Vater ja hier auch benannt. Und wir finden es nur gerecht, denke ich, wenn unser mächtiger Vasall hier auch, okay, der ist auch gefühllos. Jetzt muss ich erstmal drauf schauen. Wir finden es nur gerecht, wenn ein mächtiger Vasall von uns hier auch ja mit im Rat repräsentiert ist oder präsent ist. Der wird das wahrscheinlich hier vorgetragen haben und da sagen wir ja, da hast du tatsächlich ein Recht darauf. Und dann machen wir das auch so. Wir tauschen den aus. Okay, jetzt gucken wir mal, wer ein Ratskanzler hier sein könnte. Und als Ratskanzler haben wir hier, oh, den Bürgermeister Elbon, dem geht es aber überhaupt nicht gut. Was hat der denn? Typhus. Eieiei. Und der liegt auch im Sterben, ne? Der ist dem Tode nah. Na gut, den werden wir jetzt hier nicht benennen. Und jetzt gucken wir doch mal weiter. Auch hier könnten wir Graf Geoffroy nehmen, aber der will sich eigentlich noch hier besser als Ratsmarschall direkt anbieten, oder? Haben wir da wen Besseres? Nee, überhaupt nicht. Und der soll da auch wieder dienen. Der hat sich ja da sehr behauptet. Leider ist er halt schon 59. Aber da soll er auf jeden Fall weitermachen. Da hat er unserem Vater schon gute Dienste geleistet. Gut, jetzt kommen wir hier zum Ratskanzler. Und da haben wir jetzt eigentlich nicht mehr so viel Auswahl, oder? Naja, ein bisschen muss man sagen. Also wir haben hier diese Bürgermeisterin. Dann haben wir Graf Louis, den Pfehler. Und die ist hier eine Vasallin von uns und er ist aber ein mächtiger Vasall. Und es macht jetzt hier nicht so einen großen Unterschied. Ich denke, da gehen wir auch in diese Richtung. Der ist auch treuherzig, ungeduldig, großzügig, okay. Ja, die können wir auch etwas weniger leiden hier. Wir nehmen den. Dann ist da auch schon mal alles geregelt. Ist ja auch wichtig, dass wir hier
dass uns eigentlich alle mögen so ein bisschen. Das ist als frischer Herrscher natürlich sonst immer ein ziemliches Problem. Müssen wir hier irgendwas umstellen? Haben wir irgendwo niedrige Kontrolle? Wir schauen mal. In Bayeux so ein bisschen, warum auch immer. Dann werden wir einfach mal versuchen hier... Die ist hier aber auch nicht überall, oder? Doch, ist bei 100%. Und in Bayeux, das dauert nicht lange. Obwohl, 20 Monate. Gut, dann haben wir unseren Rat schon mal besetzt. Das ist auf jeden Fall gut. Dann müssen wir schauen. Ja, die Besitztümer abgeben. Das sollten wir wahrscheinlich auch direkt machen, oder? Aber was geben wir da ab? Da muss ich mir wahrscheinlich nochmal Gedanken machen. Das mache ich auch zur nächsten Folge. Da mache ich mir Gedanken und dann werde ich euch einfach mal die Entscheidung so mitteilen. Gut, was wir aber auf jeden Fall hier noch anstoßen können, ist auf jeden Fall, denke ich, ein Festmahl, oder? Jetzt schauen wir mal. Ja, gut, der wird jetzt für beides zu haben sein. Für eine Jagd und für ein Festmahl. Also... Wir versammeln unsere Vasallen um uns. Ich denke, das ist immer ganz gut. Und werden das auch direkt machen. Die Jagd, die können wir dann später wahrscheinlich auch noch veranstalten. Ich würde sagen, wir machen das auch noch. Wir warten auch noch kurz hier. Das löst sich ja hier nicht gleich aus, oder? Dass wir einen Malus erhalten. Ich glaube, da haben wir kurz Zeit zumindest. Okay, also die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern, die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde. Ja, das ist jetzt natürlich hier unsere erste Aktion insgesamt. Den ganzen Rest werden wir das nächste Mal durchgehen, denke ich. Und entschuldigt der Wein, oh nein, und der Wein ist schlecht und wir haben keine Geheimvorräte angelegt wie unser Vater. Und der Weinhändler sollte noch in der Stadt sein. Ja, ich denke, da kaufen wir ein. Wir würden hier nicht alles zusammenlegen. Das wäre auch ungerecht. Das ginge ihm gegen den Strich. Also, werden alle zusammen noch legen, genau. Werden nicht alle zusammenlegen. Wir kaufen das natürlich. Gut. Dann, während Gericht auf Gericht folgt, liegt mir mein Vasall Bürgermeister Renault ständig in den Ohren. Immer geht es nur um Feldzüge in der Antike und so kamen wir auch diesem Schlamassel bei. Langweile ich euch auch ganz sicher nicht? Nein, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Bitte sprecht weiter, das finden wir doch gut. Weil wir mitfühlend seid, wir können jetzt direkt über ihn sprechen. Aber nein, ehrlich gesagt mögen wir das ja, oder? Dass wir hier, um diese Feldzüge, die studieren wir ja gerade selber. Ich denke, das wäre hier vielleicht so eine klügere Aktion natürlich, aber nee, wir machen das, das passt gerade so ein bisschen zu den Studien, die wir tätigen. Und hier hat unsere Frau auch noch Gutes geleistet, konzentrierte Anwerbung. Und jetzt gehen alle nach Hause und wir können stolz sagen, dass das Festmahl ein voller Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin Constance so viel Einsatz zeigte. Und als sie die letzten Gäste verabschiedet, bekommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Ja, bis zum nächsten Mal und wir werden auch zur eifrigen Frohnatur. Wunderbar, wie unser Vater so ein bisschen. Natürlich noch nicht so weitreichend wie er, aber ja, ist doch schön. Gut, wunderbar. Also viel passiert in dieser Folge. Oh, hier haben wir auch noch das Artefakt-Inventar, um das wir uns auch noch kümmern müssen. Aber uiuiui, jetzt gibt es viel zu tun. Wie gesagt, alles beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen und bis dahin.